Hallo liebe Leute, es geht weiter mit Let's Play World of Warcraft. Südliche Endhaltestation der Raketenbahn. Ja, was ist das hier eigentlich? Ach, das sind noch Naga-Quests, keine Ahnung. Erstmal jetzt hier mit Greedy sprechen. Hey, wie geht's euch? Das Feuer haben wir gelöscht und es gibt zwei neue Quests. Wurfhammer verlässt sich darauf, dass ich die Dinge hier erledige. Ein Genie, wie das sein, muss frei sein von Ablenkungen. Rätselhafter Acharit. Acharit. Aus dieser rätselhaften Kristallsubstanz wurden Waffen mit teuflischer Macht geschmiedet. Aber wir haben entdeckt, dass sie in unseren Händen in der Lage ist, gewaltige Kraftmengen zu bündeln. Das könnte die größte Entdeckung der Goblins seit dem Kayamit sein. Aber was ist es? Wo kommt es her? Warum gibt es es nur hier? Die Wissenschaft verlangt nach einer Antwort. Ich brauche weitere Proben für meine Forschung. Sucht nach Acharit-Vorkommen an den nahegelegenen Klippen. Und ein Riesenimbiss. Während ihr an den Klippen herumklettert, könnt ihr mir vielleicht bei einer weiteren Untersuchung helfen. Die Riesen, die an diesen Klippen entlang wandern, sind hier seit die Berge entstanden. Vielleicht wissen sie, wo der Acharit herkommt. Es liegt sehr in unserem Interesse, uns mit diesen Riesen gut zu stellen und es herauszufinden. Sammelt ein gigantisches Mahl für mich als Friedensangebot. Tötet die Nebelschwingen Cliffbewohner, die unsere Forschung so stark behindern, und sammelt ihre Kadaver für mich ein. Ist das wieder eine perverse Quest oder ist das eine perverse Quest? Na gut, na gut, na gut, na gut. Wir müssen sowieso hier in diese Richtung. Und diesem komischen Riesen, den wir da vorhin gegeben haben, den müssen wir dann wahrscheinlich dieses Friedensangebot überreichen. Diesen widerwärtigen Kadaver mit Fleisch, den wir jetzt zusammen sammeln. Ist ja widerwärtig. Oh, da unten sehe ich schon Acharit-Formation. Leider brauche ich diese Hippogriffen nicht, aber ich brauche diese Acharit-Proben. Wenn ich hier den Weg weiter folgen würde und zum Strand gehen würde, würde ich mit Sicherheit früher oder später da hinten auf Naga treffen. Und die müssen wir mit Sicherheit auch noch aus dem Weg räumen. Ach, ich habe diese Bombardierungsquest gar nicht abgegeben. Die hätte ich auch noch abgeben müssen. Egal, mache ich später. Was? 8 Kadaver brauchen wir davon. For fuck's sake. Das ist ja voll viel. Und natürlich droppt einer nur einen Kadaver. Habt ihr gesehen? Die Wurfaxt hat wieder Crusader geprockt. Finde ich ja persönlich immer sehr schön anzusehen. Angriff. Ah, hier sind ja richtig viele. 3 von 8. Ich brauche ein Ziel. 4 von 8. Oh, Doppel-Crusader. Oh mein Gott, kommt der, kommt der. Jetzt zack und bam. Das war nicht mal ein Crit, ne? Das war kein Crit und trotzdem hat es ihm fast die Leben komplett runtergebügelt. Huiuiui. Ich bin außer Reichweite. Stellt euch mal vor, wir hätten so einen Crit-Luck im BG. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Das wäre kritisch für die. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh, da hinten ist noch einer. The fuck, war ich gerade nicht in Range? Oh komm, den nehme ich jetzt noch mit. Ich muss näher ran. Das war der 8. So, gibt's hier unten irgendwo jetzt noch ein Acharit-Vorkommen, was ich einsammeln kann, oder muss ich jetzt irgendwo hier noch da oben nach einem suchen? Oh, da hinten, ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon gesehen. Dort hinter dem Felsenvorsprung. Kommt aber schon. Ja, ich hab's gewusst hier. Seht ihr, da sind die Naga. Ich habe es gewusst. Arbeit abgeschlossen. Ich muss näher ran. Waren aber 2 vergleichsweise einfache Quests.
schon länger keine Mine mehr gefunden. Ich überlege gerade, ob das daran liegt, dass ich hier doch Mineralien suche. Ist an. Und eigentlich gerade hier an dieser bergigen Küste erwartet man doch, dass man hier und dort mal ein Vorkommen entdeckt. Aber anscheinend ist dem nicht so. Guck mal da. Wie heißt der? Gormungan. Gormungan. Und da sind doch gerade schon zwei beim Questen. Mal gucken, was er zu sagen hat. Gormungans Stimme tönt tief und von innen, tut euch in den Ohren weh und hält am Boden zu euren Füßen nach. Hallo Weichling, eure Sorte rennt herum, immer in Bewegung, bleibt nie stehen, bleibt eine Weile bei mir. Warum nennt ihr mich denn Weichling? Die erinnern mich an die Riesen aus... Ich wollte jetzt Uldaman sagen, aber es ist nicht Uldaman. Es ist Uldum oder Uldum, Uldum. Es gibt Uldum und es gibt Mauradon ist es. Maraudon, genau. Maraudon. Und Uldum ist ein Gebiet und Uldaman ist eine Instanz. Die Unterschiede sollten einem schon klar sein. Kann ich hier eigentlich meinen Heimatort hin machen? Ich glaube nicht. Aber hier ist ein Hühnchen. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Eine Robo-Glucke. Was geht ab? Habt ihr weitere Proben gesammelt? Die gedankenlosen Abenteurer sammeln dieses Zeug schon seit Jahren, ohne zu wissen, wie wertvoll es ist. Ah, hervorragend. Einige der Proben sehen frisch aus. Ich kann mich jetzt bis über beide Ohren in dem Zeugs vergraben, um dieses Rätsel zu lösen. Ich hätte euch vermutlich vorwarnen sollen, dass diese Nebelschwingen-Chimären Blitze schleudern können. Keine Sorge. Ein Freund der Riesen. Eine oberflächliche Untersuchung des Acharits, das ihr mir gebracht habt, lässt erkennen, dass es weder biologischen Ursprungs ist, noch sich auf natürliche Weise gebildet hat. Es gibt eine weitere Kreatur in Achara mit ähnlichen Eigenschaften, die Klippenriesen, die über diese Klippen stapfen. Einer der Riesen scheint willens zu sein, uns bei unserer Forschung zu unterstützen. Bringt das Fleisch, das ihr gesammelt habt, zu Gormungan, dem Riesen, der genau westlich von hier steht. Freundet euch mit ihm an, dann fühlt ihm auf den Zahn. Findet heraus, was er über das Geheimnis des Acharits weiß. Sag mal, kann ich dieses komische Hobohunde einfangen? Nee. Haustiere aufspüren. Das ist auch kein Haustier. Warte mal, ich muss ja eben kurz die Mörser-Quest auch abgeben. Nicht, dass ich das jetzt auch schon wieder vergesse. Ich hätte gedacht, wenigstens die scheiß Ratten hier kann man einfangen. Aber denkst du? Oh, aber wetten, diese Bombe müssen wir noch vor oder später irgendwie wegschaffen. Ich wette drum. Ich hoffe, ihr habt die Munition für mich. Meine einzige Waffe ist zurzeit mein loses Mundwerk. Schön, wunderschön, hervorragend. Ihr seid granatenstark. Da meine Mörser wieder bestückt sind, kann ich euch mit ihnen unterstützen, wenn ihr die Nager östlich von hier angreift. Verwendet diese Markierung irgendwo an den Klippen, um Artillerieschläge anzufordern. Und ich bade das gesamte Gebiet in feuriges AOW. Oh, du köstliche, gnadenlose, willkürliche Zerstörung. Ich hoffe, ihr seid gut gepanzert. Wenn ihr es hier schafft, schafft ihr es überall. Schön. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier... Praktisch. Aber wir müssen im Gebiet Sturmketten sein. Okay. Was ist denn das da noch für eine Quest hier hinten? Das ist sogar noch mal ein Ork und kein Gobbel. Selten genug. Tork. Oh, der hat sogar zweimal. Quests. Tork zweimaler. Als ich in Orgrimma zur Wache ausgebildet wurde, ermahnte uns Thrall, dem Feind gegenüber geduldig und vorsichtig zu sein. Doch Nager drohen, diese Halbinsel zu überrennen, und Thrall ist nicht länger mein Kriegshäuptling. Die Zeit zum Blutvergießen ist gekommen, Krieger. Es stellt meine Geduld auf die Probe, Kreaturen abzuwehren, die jederzeit im Meer verschwinden können und wieder auftauchen, wo es ihnen beliebt.
Aber ich werde mich nicht geschlagen geben, bis ich sie allesamt von Acharas Antlitz gefickt habe. Nager der Großflossen haben die Klippen erklommen und belagern uns nun von Osten her. Vernichtet sie. Nehmt sie aus vom Schwanz bis zum Kopf, sodass sie den wahren Zorn meiner Horde zu spüren bekommen. Die Eindringlinge der Naga haben eine Reihe von Schreinen an den Klippen errichtet. Ich kenne ihren Zweck nicht, aber ich glaube, dass sie unsere Feinde stärken. Ich brauche jemanden, der sich dorthin begibt und die Bedrohung untersucht. Ein nahegelegener Schrein wird nur wenig bewacht. Überquert die erste Brücke östlich von hier und dann wendet euch nach Norden in Richtung der Bucht. Ihr findet den Schrein auf einer kleinen Felszunge. Untersucht ihn und kehrt mit ein paar nützlichen Informationen zurück. Ach, schau mal einer an, das ist hier. Gut zu wissen. Gut, geben wir erstmal das Essen dem Riesen dort hinten. Da bin ich sowieso gespannt, was der über das Acharit weiß. Und wie der darauf reagiert, dass wir ihm jetzt hier seine Riesenmahlzeit bringen. Seine wortwörtliche Riesenmahlzeit. Eine Mahlzeit für einen Riesen, die auch noch riesengroß ist. Aber wenn sie nicht riesengroß wäre, dann wäre es wohl keine Riesenmahlzeit. Ich habe euch etwas zu essen gebracht. Haha, Essen? Wir essen keine Matschlinge, Freund. Außer wenn sie uns auf die Nerven gehen. Wir essen Felsen und Steine und Erde. Obwohl ich manchmal finde, dass das Knirschen von Knochen eine wunderbare Würze gibt. Gormugan hebt seinen Felsbrocken hoch und schmettert ihn mit nur einer riesigen Hand. Was? Gormugan hebt einen Felsbrocken hoch und schmettert mit nur einer riesigen Hand die Leichname, die ihr ihm gebracht habt, auf den Felsbrocken, als würde man Sahne auf ein Stück Kuchen geben. Er beißt geräuschvoll in seine Leckerei und grollt zufrieden. Gleich zum Thema. Wisst ihr etwas über Acharit? Acharit? Ihr Weichen erfindet neue Namen für alles. Was ist dieses Acharit? Dieser Haufen von blauen Kristallen, die man auf dem Boden findet. Gormugans Lachen tief und lang lässt den Boden beben und bringt Felsen in der Ferne zum Stürzen. Oha, harr, harr. Kleiner Freund, es tut mir leid. Ich befürchte, wir räumen nicht hinter uns auf, so wie ihr es tut. Also haben die Riesen den Acharit frei fallen gelassen, aber wo kommt er her? Sag mir jetzt nicht, das ist in seine Ausscheidung. Ah, ich wusste es. Es kommt von, wie sagt ihr das, Sagen wir einfach, dass wir keine Toiletten haben, versteht ihr? Das sind eure Hinterlassenschaften und die Goblins sind herumgerannt und haben es aufgelesen? Es scheint so, ihr und eure Freunde seid herzlichst eingeladen, euch zu nehmen, so viel ihr findet. Ich nehme an, es ist sehr konzentriert, wir müssen nicht so oft. Oh Gott, ist das schlecht, wie oft müsst ihr denn? Wir leben nicht so schnell wie ihr, meine weichlichen Freunde. Ein gesunder Riese ist 3 anständige Mahlzeiten pro Jahrzehnt, obwohl ich mir bekannterweise alle paar Jahre eine kleine Zwischenmahlzeit gönne. Wir müssen ja etwa alle 15 bis 25 Jahre auf die Toilette, um Bauchschmerzen vorzubeugen. Alle 15 bis 25 Jahre? Assistentin Greeley wird das nicht gerne hören. Gormugan schnaubt gutmütig. Meine privaten Gewohnheiten wurden noch nie so unter die Lupe genommen. Eure Sorte wird mich immer überraschen. Lebt wohl, Freund, und viel Glück bei, was immer ihr auch vorhabt. Ein netter Riese. Aber es war klar, nachdem er gesagt hat, als er so gelacht hat, als man nachgefragt hat nach dem Acharit. Das sind Haufen der Riesen. Und wir haben das Zeug auch noch angefasst. Aber klar, wenn man die ganze Zeit irgendwie solche Steine frisst, dann kann das ja auf gut oder auf kurz oder lang nicht gut gehen. Und dann kommt dann sowas raus. Sprecht langsamer. Was habt ihr zu sagen? Höre ich recht? Acharit bildet sich dort, wo die Riesen... Ui, ekelhaft. Erzählen wir das besser nicht, Dr. Wurfhammer. Er hat sein Leben diesem Zeug gewidmet. Nun, zumindest wissen wir jetzt, wo Acharit herkommt und warum er so selten ist. Wir müssen herausfinden, wie wir die Produktion beschleunigen können. Hat sie nicht gesagt, dass sie da drin baden möchte im Acharit? Acharit-Experiment Nummer 1. Nun, ich kann mir einen todsicheren Weg vorstellen, wie man einen Riesen dazu bringt, zur Toilette zu rennen. Aber das wird euch nicht gefallen. Wir brauchen einfach ein gewaltiges Abführmittel. Oh hey, ihr werdet es nicht glauben, aber die Gnome haben tatsächlich so etwas
Das kann kein Zufall sein. Ich frage mich, was die da drüben wohl durchdrücken wollen. Unser Geheimdienst befürchtet, dass das Abführmittel bei Federdings Turm unten an der Küste südlich des Geheimlabors abgegeben wurde. Holt das Abführmittel und verabreicht es Gormugan. Bis bald. Das wird ihm bestimmt nicht gefallen. Kommt her, ich habe ein besonderes Projekt für eure, für das eure Mithilfe benötigt wird. Hubert Wurfhammer. Halunken, Ungläubige, seit ich meine Arbeit hier in Natschara aufgenommen habe, haben diese Federdings meine Experimente behindert und meine Forschung sabotiert. Und jetzt ist ihnen eine Bande von mittelmäßigen, zweitklassigen Tüftlern zu Hilfe geeilt. Ich habe mich dringenden Geschäften zuzuwenden. Kümmert euch darum, dass diese Gnome für immer erledigt werden. Begebt euch an die verfallenen Gegenden an der Küste südlich meines Geheimlabors und lasst ihre überdimensionierten Köpfe für mich rollen. Netzgewehrgnome und Britzelgnome. Okay. Ja, liebe Leute, wie dem auch sei, ich mache an dieser Stelle Pause. Das ganze Questgebiet hier in Natschara ist bis jetzt wirklich ultra spannend. Das haben sie richtig gut aufpoliert. Also, wenn man das mit früher vergleicht, ein richtig tolles Questgebiet hier. Macht auf jeden Fall Spaß. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder und bis dahin macht's immer gut. Ciao.